Oh, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer wundervollen neuen Folge von Fallout 76. So, mein Freund, steh mal auf. Ja, wir legen auch gleich los, wenn der sich hochbequemt hat. Und durchsuchen weiterhin die Schule. Oh, guck mal, du fühlst dich ausgeruht. Na, immerhin. So. Ja, wir sind ja in der letzten Folge hier reingegangen. Jetzt kann ich was los. Man hört viele Schritte rumlaufen. So, Gott sei Dank. Er hat uns irgendwie gesehen gehabt. Oh, hier ist ein Mob zum Mitnehmen. Hey, da geht's ja weiter runter. Und hier? Geht's wieder raus. Ich will nicht raus. Eigentlich wollte ich ja auch nicht runter. Warum gibt's noch so viel zu entdecken? Könnte sein, dass uns gerade einer entdeckt hat. Beziehungsweise kurz gesehen. Auf jeden Fall kommen die ganzen Schritte, die wir hören, hier von hier unten her. Kommen diese ganzen Geräusche her? So, hier brauchen wir Skill 2. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir Schlossknacken verbessern. Bald können wir gar nicht mehr laufen, ey. Weggelaufen. Ja. Nicht mehr.
Das gibt's doch nicht. Ja. Arschgeige. Kannst du leise sein, Mülltonne? Nicht mehr. Tot. Weggelaufen. Oh, was haben wir hier? Ein Terminal zum Entsperren. Der war Mist. Nee, da war auch nichts. Oha! Yeah! Tür öffnen! Kann das sein, dass die Tür da, dass die da vorne ist, das ist die Tür? Also die Tür da vorne. Das sollen wir gleich herausfinden. Das war das Malzimmer, glaube ich. Aber hier gibt es immer einen Malpinsel. Sind wir da eins rum? Ne, lass uns mal ganz kurz zurückgehen. Ich kann mir vorstellen, dass das... Tür da ist, die wir nicht aufmachen konnten. Ne, doch nicht. Nur verbrannte Bücher. Eine Babyrassel. Ja, die Babyrassel ist für den Direktor gewesen. Also. Ja, jetzt auch noch anhören, ne? So, Gegenstand, diverses. Ne, Hulus. welches? Was sollen wir denn anhören? Warte mal. So, Tagebuch von der Aufseherin. Da. Aufseherlogbuch. Morgantown. Früher war ich an den Wochenenden immer gerne hier. Habe Flugstunden genommen. Jetzt fühlt es sich an, als wäre ich in einem Albtraum gefangen. Diese verbrannten Dinger sind überall. Ich habe mich still verhalten. Sie haben mich nicht gesehen. Ich konnte sie ein wenig beobachten. Was auch immer diese Krankheit ist, sie scheint die Wirte vollständig zu übernehmen. Diejenigen, die mal menschlich waren, erstarren schließlich. Wie in einer Art Stase. Und wenn sie zu lange in diesem Zustand bleiben, dann verbrennen sie. Von innen nach außen. Wie ein umgekehrter Vesuv.
hier sind wir jetzt. Ach so. Ich habe mich gefragt, was die mögliche Ursache dafür sein könnte. Und dann habe ich meine Antwort bekommen. Das Vieh stürzte sich aus dem Himmel herab. Es kreischte, atmete, infizierte alles. Ich weiß nicht, was ich dagegen tun kann. Aber wir müssen alle Optionen in Erwägung ziehen. Selbst die Bomben. Wir finden die Ursache. Ach, das haben wir doch schon angehört. Und löschen sie aus, bevor sie sich jenseits von Appalachia ausbreiten kann. Aber immer der Reihe nach. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich die Krankheit auf uns ausbreitet. Offenbar haben die Responder eine Art Impfung entwickelt. Ich werde ihre Arbeit fortsetzen. Ah, wahrscheinlich das da, oder? Persönliches Aufsehertagebuch. Ah. Ich war in der 11. Klasse, als ich die Nachricht erhielt, dass Mama gestorben war. Ein Bergbauunfall. In jeder Familie in West Virginia gab es so etwas, Mann. Dachte nur immer, man würde nie selbst davon betroffen sein. Papa war am Boden zerstört. Ich hielt mich noch mehr in der Bibliothek auf als zuvor, obwohl ich sowieso schon fast dort gewohnt hatte. Und Erwin. Mann. Erwin. Mama hatte uns erst ein paar Monate vorher miteinander bekannt gemacht. Er hatte ein Jahr vor mir die Schule beendet und sofort im Bergbau gearbeitet. So stattlich. Und diese Arme. Welches Mädchen aus West Virginia könnte dem widerstehen? Unglaublich, dass er bei mir geblieben war. Nach der Beerdigung wollte ich niemanden in meiner Nähe haben. Aber er war da. Nach der Schicht kam er mit einer Lunchbox für uns in die Bibliothek. Jeden Tag. Als die Jobmesse stattfand und ich die Leute von Vault-Tec traf, war das wie eine Offenbarung. Familien beschützen. Ihre Zukunft beschützen. Amerika beschützen. Als ich meine Zulassung zur Vault-Tec-Universität bekam, ging ich als erstes mit Papa zu Mamas Grab. Er war froh, dass ich in West Virginia blieb. Und ich auch. Das ist ja schön. Das ist prima. So, ich hatte irgendwo... Warte mal. Irgendwas gesehen, was wir... War das das hier? Nee. Nee, war es nicht. Oder? Nee. Okay. Was machen wir jetzt? Von der nächsten Vault-Tec-Universität. Gut. Machen wir mal das. Auf zur Vault-Tec-Universität. Und der Foto. Ich werde die Welt retten. Ja, irgendwie sowas wird er sich gedacht haben, währenddessen ich so eine Gesichtspose mache. Das ist eine so eine Sache. Naja, war bestimmt der Schlauste. Hat halt natürlich am längsten geschlafen. So, okay. Also, wir haben jetzt die Aufgabe, hier zum Dings zu gehen. Tagebucheintrag in der Universität finden. Das machen wir jetzt. Hier zur Universität. Ich finde mal auch noch ein Lager. Wenn wir mal ein bisschen was ablegen können. Wäre zumindest schön. Ich liebe diese Waffe. Ey, ist klasse.
dachte, ich hätte schnelle Schritte gehört. Ah, Mist. Fällt ja komplett auseinander hier. So, haben wir hier ein Lager oder was ist das hier? Also was ähnliches. Oh nein. Ist bald die Batterie von meinem Headset leer. Schon noch für die Folge reichen, aber hier, boah, das ist ja der Wahnsinn, was wir hier finden. Was ist das? Aber ich glaube hier, das ist kein Platz zum Dinge platzieren. Naja, gut. In die Richtung müssen wir weiter. Gut. Machen wir das. Aha! Die Marmel Tech Universität. Wahrscheinlich nicht das, sondern das da. Da gehen wir jetzt rein. Oh, da kommen wir gar nicht rein. Haha. Gibt der ernsthaft ein Kissen? Na, Laden Sesam, öffne dich. Hinein mit uns. Ich schaue jetzt mal ganz kurz, wo ich das Kabel habe. Dann kann ich nämlich mein Headset an den Strom schließen. Oh. Natürlich. Boah! Das war mal eine Ladung von dem, ey. Wahnsinn. So richtig mit Anlauf. Mir eine verpasst, ey. Boah. Üble Sau. Das wäre der Strom. So. Dann kann ich ohne Sorgen wieder weiter aufnehmen. Meine Güte. Der hat Zahnfleischprobleme. Vorsicht. Ja, mal Dings. Vielleicht gehen wir mal kurz hier durch. Genau, das hier ist das leicht bauen kann, linkes Bein.
Der soll 3 Schaden abhalten. Ist eigentlich ein Tick besser, weil wir verwerten es. Dann haben wir hier Brustteil mit 11. Wiegt 7,2. Das Holz ist leichter. Das bedeutet eigentlich Blitz. Kann nicht. Dann verwerten wir das hier und legen das dann an. Lederrüstung, rechter Arm. Ja gut. Haben wir ja Besseres hergestellt. Gedämpft. Lederrüstung, linkes Bein. Genau, dann ziehen wir das hier nämlich nachher an. Neues. Ist überhaupt nicht schlimm, wenn hier einer so rumhämmert, ne? Hört ja keiner. So. Ich habe eine Vermutung, Blitz bedeutet wahrscheinlich, wie schnell wir uns damit bewegen können. Schönen Raum. Cool. Hier kann man Muckis trainieren. Haha, wir nehmen die 20-Pfund-Dinger mit. Geil. Super. Wiegt ja nix. Einfach in die Portokasse. Da hinten geht's noch raus. Geht's ja nirgendwo lang, ne? Mei, die sind ja ganz niedlich hier, die Gegner. Hier geht's ja auch nicht so weit. Warte mal, hier vielleicht. Aha. Was haben wir hier? Ein Computer und ein verschlossener Raum. Wir haben jetzt fehlgeschlagen. Simulation Vault fehlgeschlagen. Vorstellen Simulationsstatus, keine Bene verfügbar. Sicherheitssteuerung, Türen bitte öffnen. Tür wird geöffnet, Sicherheitsschloss freigegeben. Sollen wir wirklich runtergehen?
sind unsere schöne Waffe hin? Da haben wir nicht mehr so viel Munition mit denen. Das ist ein bisschen schade. Oh, hier unten ist ja noch alles ziemlich solide. Das ist ja nice. Schau mal, wie gut das hier noch aussieht. So, die Pflanzen wachsen noch. Höh. Hallo? Guten Tag. Alles gut hier? Oh weh, ich habe mich ja irgendwie, glaube ich, knallhart verlaufen. Hier geht's ja wieder nach oben. Sie hat mal Vowel-Simulationen gemacht. Ich glaube, hier gibt es nicht so viel. Unzugänglich. Keine Ahnung. Yeah, Level 10! Ja, hier geht's ja wieder raus. Ich will ja nicht raus. Nee, das ist ja falsch. Raus wollen wir definitiv nicht. Oh, wieder neue Perk Pack. Ihr müsst 30% weniger haben. Ist das nervig, wenn jemand eine eigene Frage beantwortet? Ja. Hunger und Durst nehmen 40% langsamer zu, wenn du dich im Camp der einer Team. Das sind alles so, naja. So, ja, blöderweise wieder Stärke. Ich will einfach mehr schleppen können. Kann man 75% draus machen? Ja. Nice. Ansonsten können wir nichts anlegen. Wir sind auf jeden Fall immer noch überladen, logisch. Wir 407 haben wir 180, dürfen wir maximal haben.
gut. Ja, Leute, wir sind leider am Ende der Folge. Ich versuche das jetzt hier irgendwie zu finden. Und wenn ich es dann gefunden habe, machen wir dann die nächste Aufnahme. Und dann sehen wir, wo sich das Paket, das Band befindet. Das muss ja irgendwo sein. Hä? Da war aber vorhin noch am Leben. Wir haben den jetzt erschossen. Na ja, gut. Hilft nix. Nächste Folge. Bis dann.